Ach da. Schwupp. Wow. Blutgefäß. So, wo lang? Gehe ich erstmal hier lang gucken. Checkpoint. Und diese komischen eingeborenen Krieger. Oder was immer es waren. Die existieren nicht mehr. Und hier gibt's auch nichts mehr. Okay. Jetzt ist halt die große Frage, wohin? Dann müssen wir wieder zurück in den Hauptbereich. Nämlich hierhin. Und hierhin. Von meinem Aussichtspunkt sah ich die brennende Stadt Avernus. Das Orakel hatte mich tatsächlich in die richtige Zeit gebracht. Dann war vermutlich auch Haziel bereits hier, um nach dem Herz der Dunkelheit zu suchen. Wenn dem so war, musste ich ihn aufhalten. Er durfte Janos nicht erwecken. Warum? Warum? Warum darf man Janos nicht erwecken? So, mal gucken. Und hier... Nein, hier gibt es wirklich nichts. Okay. Na dann. Auf nach Avernus. Die Kathedrale von Avernus wird geladen. Irgendwo in dieser riesigen Kathedrale war also das Herz der Dunkelheit versteckt. Die Stadt versank im Chaos. Und auch die Kathedrale würde nicht mehr lange verschont bleiben. Nicht selten werden in solchen Zeiten Geheimnisse plötzlich entdeckt oder für immer zerstört. Na, hoffen wir Ersteres. Und wir sehen hier ein Fledermaus-Symbol, das Raziel nicht nutzen kann. Okay, hier fehlt anscheinend was. Gucken wir mal hier. Aha. Die öffnen wir gleich, aber erstmal heißt es umschauen. Oh, hoffentlich finde ich mit Raziel noch die restlichen Sachen. Weil es fehlen noch... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. 6 Talismane, 4 Runen und 5 Bücher. Finden Sie das Herz der Dunkelheit. Eigentlich zu gut Deutsch, so finden Sie das Herz der Finsternis. Keine Ahnung, was klingt besser, Herz der Dunkelheit oder Herz der Finsternis? Also ich persönlich mag Herz der Finsternis viel besser als das Herz der Dunkelheit. Nun gut, hier gibt es nichts. Dann hier rein. Perfekt. Ein weiterer Tempel. Das hebe ich mir auf alle Fälle auf. 1, 2, 3, 4 Engeln. Na, das kann echt heiter werden. Okay. Aber schön, dass sie die Avernus-Kathedrale... Dass sie da Sifons Clan-Musik reingedonnert haben. Und diejenigen, die aufgepasst haben, die Kathedrale von Avernus wird später mal Sifons Clan. Also anders kann ich mir nicht vorstellen, dass die Kathedrale von Avernus, die muss einfach Sifons Clan dann sein. Ups. Eine Plattform. Wow. Na toll.
Ja, ganz toll. Buggy auch noch. Zweite Plattform. Na. Jawohl. Wow. Zack. Zack, zack. Und weg. Dritte Plattform. Und jetzt noch du. Zack. Zack, zack, zack. Na, fast. Zack, zack, zack. Und zack, Plattform Nummer 4. So, Seelennahrung. Jetzt mal schauen. Hopp. Einmal. Dann hier hinten. Zweimal. Dreimal. Viermal. Was war denn das? Sonnenkugel? Obsidiankugel. Okay. Manches habe ich noch grob in Erinnerung. Manches habe ich sehr gut in Erinnerung. Und manches habe ich gar nicht mehr in Erinnerung. Ach, stimmt. So. Dann mal los. Und durch. Fliegt euch die Zeit. Genießt den Augenblick, sei bereit. Ging das so? Kann mich gerade echt nicht mehr dran erinnern. Lang ist es her. Ich hatte dieses Symbol schon mehrmals gesehen. Ich hätte erkennen müssen, was sie verehrten. Nun war alles klar, denn diese Szene erzählte von den Qualen und der Verzweiflung der Urvampire, als der Fluch sie vom Rat des Schicksals trennte. Das war also der Gott, dessen Abkehr sie in den Wahnsinn und in den Tod getrieben hatte. Endlich verstand ich. Nicht der Blutdurst, sondern die Unsterblichkeit war der eigentliche Fluch. Die weiseste, stärkste und edelste Rasse, übertölpelt von der Stimme dieses alten Parasiten. Doch ich hatte ihn gesehen. Und was er auch war, ein Gott war er nicht. Jetzt wissen wir also, was wirklich die Ursache ist. Das Rad des Schicksals, man könnte so sagen, Vampire werden erschaffen, aber der Fluch, den die Hülten, die Vampire bestrafen, ist die Unsterblichkeit. Dies konnten sie vom, der ältere Gott konnte es nicht ertragen, weil er ja Seelennahrung braucht und so weiter. Sie richten sich zugrunde, werden als Geist, kommen in den Rat des Schicksals und so weiter. Es ist immer so, das Rat des Schicksals, immer das Gleiche. So, noch einmal kräftig Nahrung zu mir nehmen. Und hoffen, dass ich hier noch ein paar Geheimnisse finde. Oder, dass ich allgemein noch in diesem Spiel hier noch Geheimnisse finde. Jawohl! Eine telekinetische Rune, perfekt. Weil ansonsten bin ich gearscht. Aber es wird noch verdammt heftig. Nein, ich wollte doch nur eine Seele. So, mal gucken. Jetzt sind wir hier. Na, hopp. Jetzt gehe ich mal hier rein. Hüter der Zeit. Ist nicht da. Gibt es hier noch was mit... Wow. Und ich dachte gerade schon, was... Aber es war nur der Schatten von Raziel. Kann ich hier durch? Tatsächlich, ich kann hier durch. Keine Ahnung, was da los ist. Weil das war ja eigentlich nur Einsturzstelle, aber ohne Wasser. Wo kein hier war.
So, schauen wir mal. Energie. Aber hier ist auch kein Hüter. Hier kann ich in die materielle Welt wechseln. Ja, ganz toll. Ist nicht wahr. Geil. So, dann wollen wir mal. So, räumen wir mal hier auf. Nehme ich den dunklen Reaver am besten. Hopp. Ein Hoch auf die dunklen Bälle. Weil der lässt den Gegner hier ordentlich mitgehen. Seelennahrung her. Hehe, perfekt. So, die lasse ich am besten so mal verrotten. Boah, wie viele gibt's denn hier noch von denen? Ist ja echt schlimm. Gut, einen nehme ich mal lieber. Hopp. So. 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 Komm, dich saug ich auch noch aus. Und wechseln. Super, die Seelen kann ich gut gebrauchen. Habe ich also so eine Art kleine Reservestelle. Hier ist auch noch eine Seele. Kann ich auch gut noch gebrauchen. Ja, kommt alle hier hoch. Ich will euch schön hier oben haben. So. 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 Okay. Hier kann ich dann hinfliehen, wenn ich Seelennahrung brauche. Mal gucken, hier gibt es nichts. Doch, wenn ich nach oben rechts drücke, dann schleicht Raziel eher, anstatt dass er rennt. Das ist ja blöd. So, dann mal los. Gesegnet sind die Diener des Rades. Frohlocke im Angesicht des Rades. Es dreht sich, doch wir sehen es nicht. Euer Rat ist eine Lüge. Du wirst das Rad drehen. Komm! Stirb. So. Oh. So, das. So. Jawohl! Perfekt. Also, der Lila... Och, shit. Der Lilane ist Zeit. Der hat uns jetzt in den Zeitstrudel gefangen. Verdammt. Das ist nach. Und gelb ist Energie. So. Weg. Weil das... Wow. Das Praktische ist, wenn er seine Zeitmagie einsetzt und wir sind außerhalb dieses Bereichs, dann sind wir verdammt schnell und dann heißt es zuschlagen. Huch. So. Oh nein. Weil das ist die sicherste und beste Methode. So wie jetzt. Dann müssen wir nur noch das ausnutzen und zuschlagen. Und glaubt mir, wir kriegen die dann richtig schnell hinüber.